Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um eine weitere Sammlung und zwar um meine Fußpflegesammlung. Ja, ich habe hier tatsächlich nicht viel da aktuell, deswegen würde ich sagen, starte ich einfach mal direkt durch. Am Ende sage ich euch wie immer, wie viel ich im Juli 2022 da hatte, also als meine letzten Sammlungen online gekommen sind. Und natürlich auch, wie viele Produkte ich an der Anzahl aktuell da habe. Und ich starte jetzt einfach mal durch. Und zwar habe ich hier zu einem von Alverde die Fußcreme Bio Orange. Die war jetzt im Adventskalender drin, hier mit der süßen Katze obendrauf. Werde ich ausprobieren, habe ich noch nicht getestet. Wird aber auf jeden Fall bald getestet werden. Dann von Avon Footworks die Haselnuss- und Schokoladencreme. Die ist super. Die ist richtig, richtig gut. Das Ganze sieht hier so aus. Das ist eine sehr, sehr schöne, dicke Fußcreme. Riecht unglaublich toll. Oh, ich liebe die. Und die gab es letztes Jahr, beziehungsweise 2021 im Winter. Also die gibt es aktuell leider nicht mehr so. Dann einmal von Balea die Fußbutter The Most Wonderful Time mit süßem Vanilleduft. Ja, da bin ich sehr gespannt. Die war jetzt auch im Adventskalender, habe ich noch nicht probiert. Dann einmal von Balea die Fußcreme Urea, vermindert Spannungsgefühle für sehr trockene Füße. Ich wollte eben wieder eine Fußcreme da haben, wenn quasi die von Avon leer ist und habe jetzt einfach mich für die hier entschieden. Die hatte ich, meine ich, auch schon und fand die sehr schön. Also hier sind 10% Urea drin für sehr trockene Füße. Und ich meine, dass ich die immer ganz gut fand. Ja, deswegen habe ich die einfach wieder mitgenommen. Dann einmal von L'Occitane hier die Fußcreme für trockene Haut mit 15% Shea. Ich mag ja die L'Occitane-Produkte mit Shea sehr, sehr gerne. Das ist eben jetzt hier die Fußcreme, die habe ich auch schon benutzt. Sind 10 ml drin. Ja, also die ist nicht ganz so groß, aber kann man auf jeden Fall trotzdem gut testen. Dann einmal, ich glaube, da muss ich auch nicht viel zu sagen, wenn ihr mich länger verfolgt, wisst ihr das. Ich liebe dieses Fußpeeling, das ist das Balea Fußpeeling, Reinigung und Glättung. Das verwende ich am liebsten. Ich nehme einfach immer meinen BIM-Schwamm, gebe da ein Peeling drauf und gehe dann richtig schön über meine Fersen. Und das nimmt wirklich alles ab. Also mag ich sehr gerne. Und dann habe ich hier noch einige Fußmasken. Zu einer von Action. Einmal noch diese Fußmaske mit Grapefruitduft. Nicht mit Grapefruit, mit Traubenduft. Die finde ich gut. Also es gibt aktuell ja Traube und Orange. Und Traube finde ich sehr, sehr schön vom Duft her. Dann einmal die Maske Fruity Chocolate. Das ist eigentlich eine Gesichtsmaske, verwende ich aber für die Füße. Mit Kakaobutter und Granatapfelextrakt, intensiv pflegend. Die finde ich schön, vom Duft her nicht hundertprozentig meins, aber sehr angenehm. Dann hatte ich mal wieder Lust auf diesen Milch- und Honigduft von Balea für die Füße mit Milch- und Akazienhonig. Einmal die. Und einmal die Maske Sweet Vanilla mit Vanilleduft und Mandelöl. Die finde ich auch sehr schön. Ich liebe den Duft davon. Und dann hatte ich mir jetzt vor kurzem auch noch von Balea Med die Ultra Sensitive Fußsockenmaske gekauft, weil ich da einfach wieder Lust drauf hatte. Mit 5% Panthenol. Ja, habe ich einfach mal wieder mitgenommen. Fand ich interessant. Genau, und das waren tatsächlich auch schon die Fußpflegesachen. Aktuell habe ich 11 Fußpflegeprodukte da. Im Juli 2022 waren es sage und schreibe 39, was ich echt krass finde. Ich weiß gar nicht, was ich da alles da hatte. Müsste ich mir vielleicht das Video mal anschauen. Aber das finde ich schon echt krass. Es ist aber aktuell eine sehr schöne Zahl, finde ich. 11 Produkte finde ich sehr angenehm. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!